Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es meine Drogeriefavoriten. Ich habe mal alle Sachen zusammengesucht, die ich eigentlich immer verwende und die ich mir auch immer wieder nachkaufe und die ich echt nicht missen möchte. Das sind alles Produkte aus der Drogerie, also relativ günstig, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach top. Und ja, ich werde wahrscheinlich hier irgendwo Dauerwerbesendung oder sowas einblenden, weil es wird ja alles als Werbung deklariert, deswegen sind wir da lieber vorsichtig und machen da einfach mal mit, obwohl nichts gesponsert ist oder sonstiges. Falls euch interessiert, welche Produkte ich so am liebsten aus der Drogerie verwende und mir auch immer wieder nachkaufe, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mit der Pflege, also sozusagen der Base, und da habe ich zwei Cremes für euch, die ich sehr gerne mag. Zum einen ist es eine eher einfache Creme, ich glaube, die kennt auch jeder. Und zwar geht es einmal um die Nivea Essential Tagescreme. Und zwar einmal hier diese rosane, die Feuchtigkeit spendende für trockene und sensible Haut. Und dann gibt es hier auch noch diese lilane, und zwar ist die extra für sensible Haut und reduziert Rötung, Spannungsgefühl und Trockenheit. Und ich muss tatsächlich sagen, dass sie so ein bisschen die Rötung im Gesicht reduziert. Jetzt nicht komplett, aber man sieht schon einen kleinen Unterschied. Deswegen, wenn ihr Rötung habt, kann ich euch die aus der Drogerie, könnt ihr mal ausprobieren. Also es ist jetzt kein super Wundermittel, aber es hilft tatsächlich so ein bisschen weiter. Finde ich ganz gut. Und ansonsten halt diese normale Nivea Tagescreme. Die sind auch ohne Parfum, ohne Silikone, ohne Parabene und ohne Farbstoffe. Steht auf jeden Fall hier drauf. Dann geht es weiter mit Foundation. Ich habe leider keinen Primer, weil ich nicht so häufig Primer verwende. Dementsprechend habe ich auch noch nicht so viel aus der Drogerie ausprobiert. Aber bei Foundation kann ich euch zwei Foundations empfehlen. Und die Person, die mich schon länger verfolgt, die kennt die Foundation bereits. Ich habe hier zwei komplett unterschiedliche Foundations, würde ich tatsächlich sagen. Wir fangen mit der an, die ich heute auch auf mein Gesicht trage. Und zwar ist es die L'Oreal Perfect Match Foundation in der Farbnuance 2N Vanilla oder Vanille. Ich möchte gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es ist eine sehr leichte Foundation, sehr flüssig. Man kann sie aber super aufbauen. Sie macht einen sehr schönen Teint und sie gleicht sich. Hier steht Optimierung des Hauttons. Hauttonähnliche Farbpigmente erfassen auf Mikroebene genau den Ton und Unterton ihrer Haut. Ja, ist auch mit Lichtschutzfaktor und sie ist nicht chromatogen. Sprich, hier sind keine Inhaltsstoffe drin, die eine Pickelbildung irgendwie fördern oder anregen tut. Deswegen finde ich die sehr gut. Wenn ihr Probleme habt, ist es eine gute Foundation. Auf jeden Fall. Und sie macht halt ein super schönes Finish. Eigentlich perfekt. Gefällt mir super, super gut. Dann habe ich hier die zweite Foundation. Und zwar ist das, kennen wahrscheinlich auch schon sehr viele. Es sind einfach super gehypte Foundations aus der Drogerie, aber die sind halt auch wirklich gut. Das ist die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Auch die ist zwar sehr flüssig, ist aber matt und auch wesentlich deckender als diese Foundation. Ich finde, die Foundation ist auch ein bisschen schwieriger im Auftrag. Sie dunkelt nochmal nach, also oxidiert. Das Gute hier dran ist, es ist eine nicht ölige Textur, was auch relativ gut ist für fettige Haut. Meine Haut zum Beispiel, die dann ein bisschen mehr Teig produziert und dann auch gerne unrein wird. Deswegen bin ich mit der super gut zurechtgekommen. Ich vertrage die beide gut und deswegen ja, auch ein super schönes Finish. Wenn es mal ein bisschen mehr sein soll, dann ist die auf jeden Fall gut. Ansonsten liebe ich auch absolut die hier. Die sind beide sehr schön. Machen wir weiter in puncto Concealer. Hier habe ich einmal den Maybelline Superstay Better Skin Concealer. Den mag ich unfassbar gern. Auch einfach um einzelne Pickel abzudecken, finde ich den super gut. Er deckt halt einfach gut und es ist eine schöne Farbe. Also man kann mit dem echt schön arbeiten. Es ist nicht so, dass dann nochmal irgendwie was durchschimmert oder es gerade blöd sitzt oder so oder sich an trockenen Hautstellen ablegt, gerade wenn man das nicht nur unterm Auge benutzt. Deswegen mag ich den total gerne. Den gibt es aber zum Beispiel auch nur im DM, also da, wo es eine größere Maybelline Theke bzw. Auswahl gibt, findet ihr den auch. Deswegen, den finde ich super gut. Ansonsten habe ich noch, der ist aber auch leer, ich muss mir den nachkaufen. Auch von Maybelline, der Löscher ist auch ein super guter Concealer, den ich mir unbedingt nachkaufen muss. Auch den habe ich schon mehrfach mir nachgekauft. Der hat halt vorne so ein kleines Schwämmchen, ist im Auftrag super einfach, hat auch ein sehr schönes Finish und passt sich der Haut gut an. Ich kann mit den beiden also super arbeiten, auf die ist immer Verlass. Wenn ich nur noch einen Concealer nehmen dürfte, dann würde ich immer die nehmen.
machen wir weiter mit Puder. Und das finde ich gar nicht mal so einfach. Aber ich habe momentan ein Puder, mit dem ich echt gut zurechtkomme, wo ich das Finish toll finde, wo die Haut nicht zu cakey aussieht und auch nicht nochmal unbedingt nachdunkelt. Deswegen habe ich hier von Catrice in zwei Nuancen All Matte Powder. Ich habe das einmal in der 010 Transparent und einmal in der 025 Sand Beige. Ja, das Transparent oder das transparente Puder, es ist nicht weiß, was ich ganz gut finde. Dementsprechend, ich finde immer diese weißen transparenten Puder geben trotzdem noch so einen leichten weißen Schimmer auf dem Gesicht ab. Und dann habe ich halt hier noch eins mit ein bisschen mehr Farbe, gerade im Sommer, wenn man ein bisschen bräuner ist. Ich weiß nicht, ich finde das Finish von denen ganz gut. Das Gesicht fühlt sich eigentlich auch ganz weich an. Ja, es gefällt mir einfach super gut. Also ich hatte auch von L'Oreal oder Maybelline oder, keine Ahnung, Manhattan, alles Mögliche. Fit Me Powder hatte ich auch schon. Hat mich jetzt nicht umgehauen, deswegen bin ich bei dem stehen geblieben. Ich bin super zufrieden damit und deshalb, ja. Machen wir weiter mit den Augenbrauen. Und zwar, ich weiß, habe ich schon mal ein anderes Augenbrauenprodukt benutzt? Ich weiß es nicht. Das Catrice Eyebrow Set. Es ist auch abgenutzt. Ich habe davon bereits 3 Stück. 2 komplett aufgebraucht. Man hat halt hier, ist es so süß gestaltet, eine kleine Schublade mit einer kleinen Pinzette und einer kleinen Bürste und einem Pinsel, der eigentlich auch gut ist. Also ich verstehe gar nicht, warum die bei Catrice den Pinsel nicht einmal in groß ins Sortiment nehmen, weil der Pinsel ist echt gut. Ist halt nur ein bisschen zu klein und nicht so handlich. Hier hat man einmal eine dunkle Farbe drin und eine hellere, aschigere Farbe. Ich muss sagen, dass ich die helle, aschigere Farbe sogar besser finde mittlerweile, weil die nicht so einen roten oder so einen rot-orange Stich hat, wie die meisten Farben in der Drogerie. Was mir zum Beispiel auch bei dem dunklen Puder aufgefallen ist. Man sieht es nicht stark, in der Kamera sieht man es immer so ein bisschen, aber ja, finde ich sehr gut. Ich komme damit gut zurecht und ja, das ist meine Augenbrauenfarbe. Das passt einfach. Kommen wir zu einem meiner liebsten Steps und zwar Contouring und Bronzing. Bronzing? Wird das ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Hier auch wieder ein Produkt, was ich bereits vorgestellt habe in einem alten Video. Und zwar von Catrice die Prime & Fine Contouring Palette in der Farbe 010 Ashy Radiance. Es gibt noch 020, aber es ist ein viel wärmerer Ton. So sieht das gute Stück aus. Ich liebe diese Farbe. Ich habe die andere Palette habe ich auch schon aufgebraucht. Den habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, weil sie den nicht nutzen tut. Sie findet das irgendwie nicht so gut. Ich persönlich liebe das einfach, weil ich finde die Farbe, die ist einfach super, super schön. Ich habe sie jetzt auch wieder drauf. Es ist eine richtig schöne, aschige Farbe. Also der Highlighter, der ist gar nicht erwähnenswert. Und dann habe ich hier nochmal von Catrice. Ja, ich mag Catrice sehr gerne. Von Catrice habe ich hier noch das Sun Glow Matte Bronzing Powder. In der Farbe 020 Deep Bronze. Ihr seht, es hat auch schon einiges mitgemacht. Ich finde, das ist ein sehr schöner Braunton. Bei mir ist das Problem, es sieht immer sehr schnell bei mir im Gesicht orange aus. Und ich mag das nicht, wenn der Orangestich zu stark ist. Aber das ist wirklich nur eine gute Mischung. Ich habe das heute halt auch mit drauf. Und ich bin super zufrieden. Ich mag die Farbe total gerne, gerade im Sommer, wenn es nochmal ein bisschen gebronzt aussehen möchte. Perfekt. Machen wir mit einem Step weiter, den ich mittlerweile lieben gelernt habe. Ich habe den früher immer vergessen und wenn ich den heute vergesse, das geht gar nicht. Das fällt mir sofort auf. Und zwar geht es um Highlighter. Auch diesen Highlighter habe ich bereits in den Himmel gelobt in meinen letzten Videos. Deswegen will ich es gar nicht so lang halten. Ganz kurz. Es geht um die Highlighter-Palette von Makeup Revolution. Die sieht auch schon richtig gut gebraucht aus. Ich glaube, das zeigt nur, dass ich das gerne benutze. Das ist die Zoff X Highlighter Palette. Ich liebe sie. Mehr kann ich nicht sagen. Ich benutze immer, ich gehe mit dem Pinsel, original gehe ich immer so rein. Ich mache immer so. Zweimal und dann tick. Und oh, dieser Glow, ich liebe ihn. Ich finde, in der Kamera kommt es gar nicht so gut rüber, aber ich weiß nicht, wenn man die mischt, die sehen super natürlich aus. Es ist so ein leichter Wet Look, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und das Gesicht sieht einfach glowy und fresh aus. Also Hut ab, super gute Palette. Schaut sie euch an. Die gibt es nämlich auch bei Rossmann. Bitte einmal swatchen. Nur swatchen, okay Leute? Nur swatchen. Okay, weitermachen wir mit Lidschatten.
leider auch nichts Neues. Aber das zeigt eigentlich nur, dass ich wirklich meine Produkte, die ich in die Kamera halte, wirklich gerne benutze. Und zwar habe ich hier zwei Lidschattenpaletten. Tidim! Make-up Revolution. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Es ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich weiß gar nicht, wie teuer sind die Paletten. Zwischen 5 und 10 Euro für 24, 32 Farben. Wow! Ich habe hier einmal die Flawless 3 Palette, relativ schlichte Farben, gefällt mir super, super gut. Ich hatte das auch schon mal erwähnt, ich will gar nicht zu viel dazu sagen. Oder hier die Soft X Palette habe ich mir jetzt auch noch geholt, weil ich die einfach so schön finde. Meine Mom hat sich auch verliebt in die Paletten. Schaut euch das an, wie schön. Ich trage heute auch Lidschatten, ich trage aber nicht so viel Lidschatten. Ich muss dazu sagen, die Farben sind eigentlich echt gut pigmentiert, gerade die knalligen Farben. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Man kann die aber auch super gut verblenden. Man kann sie super gut noch weiter aufbauen. Also falls ihr gute Lidschatten sucht in der Drogerie, Make-up Revolution. Kommen wir auch schon zu der letzten Kategorie. Und zwar Lippen. Beginnen wir erstmal mit der Lippenkontur sozusagen. Beziehungsweise ich umrande meine Lippen immer sehr gerne mit einem Poolkajal von Manhattan in der Farbe Nude Couture 51D. Ja, damit gehe ich um meine Lippen, verwische das Ganze so ein bisschen, sodass die Ränder klarer sind. Nicht, dass es voller aussieht, sondern dass die Ränder klar sind, weil ich super gerne Nude-Töne trage und dort verschwindet manchmal mein Lippenherz. Genau, den finde ich super, super gut. Der ist auch schön weich. Dann kommen wir zu meinen Lieblings-Lippenstiftfarben. Ich fange ganz kurz mit einer Farbe an, die aus dem Sortiment gegangen ist oder geht. Vielleicht habt ihr noch Glück. Und zwar ist das von P2 der Lip Liner in der Farbe 128 Prima Ballerina. Ich liebe diese Farbe. Es ist eine so schöne Farbe. Es ist ein super schönes Nude. Meine Mom benutzt den auch sehr gerne und sie ist nochmal einige Nuancen dunkler als ich. Schon seit Jahren benutze ich den. Ich habe davon bestimmt auch 5 Stück in meinem Schminktisch liegen. Über den Lip Liner, also eigentlich ist der Lip Liner Grundlage für alles bei mir. Also ich trage den meistens nur so. Oder wenn ich noch einen Lippenstift drüber trage, sind es die, die ich euch jetzt zeige. Und zwar habe ich hier einmal den Liquid Lipstick von Lottie London Stay All Day in der Farbe Squat. Ist auch ein so schöner Nude-Ton. Der ist allerdings leer, sonst hätte ich mir ihn heute drauf gemacht. Ich muss mir den nachkaufen. Er ist empty. Ja, eine echt schöne Farbe. Ist halt matt, trocknet matt, hält gut. Mehr kann man dazu nicht sagen. Dann habe ich hier noch zwei Lippenstifte. Einmal von Make-up Revolution. Ein matten Lippenstift in der Farbe Chauffeur. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon voll oft erwähnt. Es ist auch so ein schönes Nude. Ist nochmal ein bisschen ein Ticken dunkler. Aber gefällt mir auch sehr gut. Ist halt matt. Mag ich sehr gern. Und falls es dann bei mir doch ein bisschen mehr Farbe sein darf, ein bisschen mehr, dann benutze ich ganz gerne von Essence einen Lippenstift. Und zwar ist es die Farbe 06, Barely There. Es ist so ein leichter Beerenton, ja, so ein Rosenholzton. Ist nicht matt, das mattiere ich sehr gerne mit einem transparenten Puder. Und ja, ist eine sehr, sehr schöne Farbe, hält gut. Das waren alle meine Favoriten aus der Drogerie. Ihr könnt mir gerne eure Favoriten in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Ohne welche Produkte aus der Drogerie könnt ihr nicht leben? Oder was sind so eure Secrets aus der Drogerie? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Feedback wie immer in die Kommentare, genauso wie Videowünsche. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Für das, wie heißt das? Gut. Wie und falls euch... Was ist das überhaupt für eine Strähne hier? Hä, jetzt mein Regal schieben? Wie heißt das?